Alter, was geht ab? Leute, Hunger, gerade eine E-Mail reinbekommen von meinem Steuerberater. Steueranwalt, das ist eigentlich kein Steuerberater. Ja, Mandat muss ich ausfüllen, dass sie das Vollmacht übernehmen, kein Problem. Dann gab es irgendwie Probleme mit der Identifikationsnummer, meinte sie ist zu lang. Soll meine nochmal überprüfen, aber muss 11-stellig sein, also ist nicht zu lang. Also keine Ahnung, was da los ist. Da muss ich noch angeben, dass ich keine politisch exponierte Person bin und auch keine kenne in meiner Familie, was nicht zutrifft. Und ich brauche eine beglaubigte Kopie meines Ausweises. Das müssen wir später machen. Ich habe auch gerade einen Termin beantragt. Hol mal die, schick mal die Vollmacht und dann passt das hoffentlich. Und habe ich bei Minus Miller, Kuss geht raus, in seiner Story gesehen, Dirty hat er sich geholt und testet den. Und da habe ich direkt gefragt, wo er den her hat. Und den holen wir uns jetzt dann. Also bezüglich eigenes Musikvideo, das wollen wir echt machen. Also ich brauche einen Producer, irgendjemand, der Beats macht, irgendjemand, der das abmischt. Ich brauche einen Ghostwriter, weil ich habe gar nichts. Wir brauchen ein Studio und natürlich irgendeinen, der Musikvideos dreht. Typisches Musikvideo halt. Erstmal die hier in den Kühlschrank tun. Und dann, ja, und dann kurz kühlen lassen und dann gönnen. Ich habe sogar richtig Durst. Ich komme vom, wie nennt man das, Bürgerbüro. Ich habe da meine beglaubigte Kopie mir organisiert. Ich bin so reingekommen. Da hat sie gefragt, wofür ich die Kopie brauche. Und da steht auch dann, bei mir steht zum Beispiel Rechtsanwalt, obwohl das eigentlich falsch ist. Jetzt, wenn ich das für irgendwas anderes benötige, ob ich das dann sozusagen nicht mehr verwenden kann, weil das dann nicht mehr dasselbe ist. Aber ja, da meinte sie, hä? Wieso? Die können das doch selber machen. Und so war voll verwundert. Da habe ich so gesagt, ja, der ist in Frankfurt, vielleicht nichts sagen. Und dann auf einmal fängt sie so richtig Gespräch an. Also aber aus Interesse, nicht weil sie es benötigt hatte. Wieso hole ich mir da einen Steuerberater, Steueranwalt in Frankfurt und nicht hier? Dann habe ich ihr erzählt, ja, weil ich fett in Krypto bin natürlich und das angeblich der Beste in ganz Deutschland ist. Und sie so, oh mein Gott, richtig krass und so. Alles klar. Und ja, jetzt gönnen wir uns den Eistee, Alter. Bin gespannt, Alter. Capital Bra, super saftig. John Broke sucht die. Solide, nichts Neues, nichts Außergewöhnliches. Und jetzt, ich muss sagen, also Candy Shop klingt einzigartig. Blaubeere eigentlich auch einzigartig für Eistee. Weil so Zitrone, Melone, Pfirsich ist halt Standard geworden. Und hier halt Pfirsich, aber Wet Peach. Bin gespannt. Fangen wir an mit Pfirsich. Ich erwarte den gewöhnlichsten von denen. Ich erwarte echt eine Menge von Candy Shop, Mann. So, Dirty by Shirin David. Ich habe gehört, die Anfangsverkäufe waren krasser als bei Cuppy. Da bin ich mal gespannt. Ja. Ganz normal, lecker, nicht zu süß. Hat ein bisschen dieses Bittere, was mich bei Eistees immer stört, was Cuppy halt so gar nicht hatte. Ich muss es nochmal ungekühlt trinken, für den vollen Geschmack. Es hat dieses boppige Bittere, sehr süß sogar. Der ist okay, solide, normal für sich. Der hatte jetzt nichts, wo... Kein Wiedererkennungswert, das ist das richtige Wort. Also von dem verspreche ich mir auch viel. Blaubeere. Also Blaubeereistee findet und sieht man auch nicht so oft, oder? Also für mir fällt jetzt keiner ein. Nicht stark.
auch dieses Bitter, gell? Nochmal der Test, oh nice, komplett pur. Bisschen sauer, leicht säuerlich. Bisschen bitter. Blaubeergeschmack ist am Start. Wenn man mal Durst hat, Bock hat, Shirin David Fan ist, probieren will, geht auf jeden Fall klar. Also jetzt nichts, wo ich sage, boah, den muss man zu Hause haben. So wie bei Kappi, wo wenn ich jetzt Gäste habe oder so, ich weiß, das kommt gut an. Oh, jetzt habe ich das schon abgemacht. Candy Shop, ich bin gespannt, Alter. Candy Shop. Hoffentlich ist es nicht einfach so Bubblegum-mäßig. Wieder der Pur-Test, ohne Eis, ohne nix. Ziemlich schwacher Geschmack. Schmeckt so, als hätte man irgendwie so ein Lolli in Wasser getunkt und das Wasser hat dann so ein bisschen den Geschmack angenommen. Look at these guys. Das sieht aus wie Pilze, gell? Und so eine Rahmsauce oder sowas. Irgendwas Jä-ähnliches. Ich bin auf der Suche nach krassem Jä, bis Chong seinen eigenen Laden aufmacht. Auch letztens, wo ich diesen Besuch hatte mit dem Crypto-Coach und Nam, der Typ, der mich auf Insta angeschrieben hat, der sich für Vietnamesen einsetzt. Die hatten so ein Bang Me Pho-Kombo. Ich hatte ja schon gegessen und ich hatte mir dann Nachspeise gegönnt. Und da bei Bami House Jay gekauft, aber Alter, das hat gar nicht getaugt. Und seitdem bin ich auf der Suche. Also das ist schon eher das nach dem, was ich suche, weil es kalt. Die Jays, die ich bisher probiert hatte bei Bami House und G2 Street Food, die waren heiß. Das ist nicht das Jay, was ich suche. Ich suche kaltes. Digga, auf nach Vietnam, Alter. Ich zeig euch, was ich meine. Nur da kann ich es, glaube ich, finden. Kann man machen. Also dieser Pilz ist Litchi, falls ihr es nicht wusstet. Was geht da, Alter? Was geht da? Ein dickes Deckel, oder was? Was ist immer drauf? Nee, das ist immer drauf, aber... Oh, das ist halt bloß ein Ding. Das kann man halt wieder nicht schließen. Was ist das für ein Ding denn? Was geht ab, Leute, Mann? Was geht ab? Wir probieren jetzt Dirty! Was ist das hier? Candy Shop. Und was schmeckt Candy Shop? Kann ich so nicht sagen. Boah, ist der Bubblegum und so. Also da hatte ich die meiste Hoffnung, dass es gut schmeckt. Schmeckt ja wie Four Bros, dieses Bubblegum. Findest du? Ja. Nicht so, aber... Nicht so ein bisschen so ähnlich. Also schon mal nicht so geil für mich. Nicht so fresh. Und jetzt haben wir hier... Wet Peach, richtig den Pfirsichapfel, richtig Pfirsicharsch, richtig so schön rund. Ja. Yeah. So. Pfirsich, das ist ein Standard, nicht schlecht, kann man schon trinken. Ist auch nichts Besonderes. Was ist das hier? Busty Blueberry, oder? Richtig busty. Was mache ich hier? Bei One Piece gab es auch Buster Call oder so. Schmeckt schon am besten. Ja, yeah, das der schmeckt auch. Blaubeere schmeckt schon am besten. Vor allem, wo gibt es schon Blaubeerwerke als Eistee? Ja, Mann. Das schmeckt schon geil. Das schmeckt echt gut. Der Rest, aber es, leider muss ich sagen, kommt nichts dran an Bratte. Bratte echt nicht, zu krass. Natürlich. Brate echt zu krass, Leute. Gönnt euch Brate Bali. Ja, auf meinen Nacken. Ich weiß gerade nicht, welches Video das ist. Ich glaube, Shirin David Eistee testen Video. Wir waren gestern spontan in Nürnberg und dann danach Primetime Livestream bis 3, 4 Uhr morgens. Das war's von mir. Shirin David Eistee, muss ich sagen, nicht so mein Ding. Blaubeer schmeckt ganz gut. Den kann man sich auf jeden Fall gönnen. Candy Shop hat mich echt enttäuscht und
Pfirsich geht gar nicht bei mir. Gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Das war's von mir. Wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Twitch. Investiert in Bitcoin, DeFi, Cashflow, generieren, serious business und ciao, Alter.